Heute Nacht ist es bewölkt und die Fahrer sind jetzt auf ihren Startpositionen. Hier haben wir Alexander Albon. Mit einer Top-10-Platzierung am Start könnte dieses Rennen so oder so ausgehen. Und hier sehen wir den zweiten Williams. Aus der hinteren Hälfte des Feldes wird es ein hartes Stück Arbeit, einen Podiumsplatz zu erreichen. Nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Im Saisonauftakt. Wieso stand eigentlich Intermediates da? Die Ampel ist aus und los geht's. Oh, kein guter Start. Ja, komm schon, Albon. Albon kann vor dem Ferrari bleiben. Ist so mal sehr wichtig. Hat Williams eine neue Position gut gemacht. Bei Schumacher müssen wir gucken. Vielleicht kann der schon an Perez vorbei. Das wäre schon mal mega nice. Oh. Ich weiß. Wir können mitziehen. Ich habe da was gesagt, ne? Also unser Hauptkonkurrent scheint wirklich Ferrari zu sein in diesem Rennen. Das war ein Überholmanöver von Williams. Sehr stark. Albon hat seine Position gehalten, Schumacher eine Position sogar gut gemacht. Die fahren alle auf Supersoft, Soft treiben. Sorry, ich bin immer noch gewöhnt halt, dass es Supersoft ist. Das ist krass. Oh, wobei ich auch sehe, dass die Top 10 bis auf Albon alle schon angefahrene Reifen hat. Also wenn es ganz gut funktioniert mit dem Reifen sparen, wieso nicht? Dann ist es vielleicht sogar möglich, auf Mediums wirklich zu gehen. Ein Job ist hier fast unmöglich. Da musst du schon wirklich Medium hart fahren und das ist schon fraglich. Use DRS. Ja, use DRS, also. Okay, wir verlieren auf jeden Fall kaum noch Zeit auf der Geraden. Das ist schon richtig eng, ne? Also beide sind fast aus dem DRS-Fenster vom Vordermann. Und die drehen gerade schon den Motor auf, also das ist schon. Okay, ich würde mal sagen, wir geben etwas ERS, um halt im DRS-Fenster vom Vordermann zu bleiben. Wir merken, neues ERS ist wieso ziemlich stark. Ja, für Schumacher war es das mit dem DRS. Fast Tesla. We want to leave court, please. Okay, copy. Schumacher schon aus dem DRS-Fenster raus. Das ist natürlich gar nicht gut. Wobei jetzt dadurch, dass wir den Motor zurückgedreht haben, auch da natürlich sein kann. Wie viele Teams haben wir vor uns? 1, 2, 3, 4, 5. Momentan sind wir 6 nach dem Rennen. Was hier, glaube ich, noch okay. Oh, Schumacher hat es ja geschafft. Sehr gut. Das ganze Feld ist immer noch übelst eng beieinander. Na, wie zu erwarten eigentlich, ne? Also, Alpha Tauri nicht mehr so stark. Aston Martin wieso nicht. Und Giovinazzi kann eigentlich nur gerade mithalten. Weil er doch DRS hat. Schumacher macht das gut, der kann echt gut mithalten mit seinem Teamkollegen. Hätte ich jetzt so jetzt nicht erwartet, nachdem er aus dem DRS rausgefahren ist. Sind wir reifenmäßig ganz gut da? Aktuell noch normal. Vielleicht splitten wir auch, dass einer auf die Mediums geht. Ist jetzt Schumacher der schnellere Fahrer? Das fände ich auch einmal sehr interessant. Oh, Ricardo muss aufpassen.
Oh, Ricardo ist fast raus. Es ist unsere Chance, dann auf Platz 9 zu ergreifen. Na, ja, jetzt sind wir dran. Kaum freut man sich so ein bisschen, ist es direkt wieder anders. Also Power im Heck haben wir auf jeden Fall. Wir probieren es jetzt mit ERS sogar an dem vorbei. Ja, nicht jetzt. Oh. Etwas weit war, ja. Wir sind zwar vorbei, aber wir haben jetzt kein DRS. Oh. Okay, wir sind aber dran, wir haben Windschatten. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Und Ricardo hat richtig Probleme. Ist jetzt schon eine Sekunde hinter Albon. Heißt, Schumacher klopft an. Okay, jetzt ist er wieder drin. Aber trotzdem. Schon wieder hat sie mit der schnellsten Runde. Das ist auch krass. Wir haben echt im Zuge sind Teamwechsel hier, ne? Gasly auf einmal wirklich bei Alpine. Okay, Piastri fährt immer noch nicht. Was mich immer noch wundert. Ist das Feld eng. Kann sich auch keiner richtig absetzen, ne? Nur hier halt die hintere Truppe. Also Stroll, Vesti, die kennen sich aus letzter Saison sehr gut. Und jetzt haben sie halt Latifi als Partner und nicht mehr Tsunoda. Obwohl Tsunoda nicht so weit weg ist. Obwohl die wiederum jetzt auch wieder den Anschluss gefunden haben. Oh, gelbe Flagge. Wer war das? Verstappen! Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Sehen wir mal, was da passiert ist. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Und ja, da passiert der Dreher. Der hat jetzt Freundschaft geschlossen mit... Ja, einen anderen beiden. Einen Paar. Und seine Reifen sind jetzt richtig hinüber. Wir haben echt gute Reifen noch. Beide in der gleichen Runde reinkommen, holen kann ich nicht. Ne, weil eine 1,5 Sekunden sind zu wenig. Und die werden ja alle fast gleichzeitig reinkommen. Welche Runde sollen wir? In der 16. Das ist schon arg früh. Mal schauen, wie die Reifen dann sind. 18. Runde sollte dann eigentlich die Medium-Reifen sein. Was die schnellere Variante sein soll. Mal schauen. Wir haben auch noch frische Soft-Reifen für den Schlusssport. Aber schade, dass ich jetzt hier nicht einfach sagen kann, hier bitte umswitchen auf Strategie A. Boah, Schumacher ganz knapp noch drin. Aber wir müssen immer noch überlegen, wie die Konkurrenz hinter uns halt fährt, ne? Mit welcher Strategie. Es kann uns aber nach hinten schießen, wenn wir halt nicht zu früh reinkommen. Wenn wir zu früh reinkommen, haben wir natürlich Pech. Aber auch kein DRS haben. Also eigentlich heißt es mit den... was ist das denn hier? Das kannst du schön mal vergessen, Ricardo. Eben mal noch von Platz 1 bis Platz 15.
Klar, wir könnten auch jetzt ein bisschen aggressiver fahren, aber dann würde ich eher die weichere Mischung nehmen. Was ich mir bei anderen Autos auch noch vorstellen kann. Ne? Die könnten wahrscheinlich diese Strategie auch noch fahren. Und es wären ja nur zwei Runden. Ich glaube, die Medium-Reifen sind auch ein Tick auf jeden Fall schneller als die harten. Man wäre dann wieder allgemein früher auf den Soft-Reifen und damit auch schneller. Bottas kommt rein. Bottas sehr früh. Dem würde ich fast schon sagen, das wäre so eine Strategie, wo er am Ende Medium fährt. Das Feld scheint wohl aktuell sehr, sehr eng zu sein, was das Tempo angeht. So richtig absetzen kann sich nämlich keiner. Außer von den letzten paar Autos. Und hat Verstappen irgendwas am Auto? Weil der kommt ja gar nicht weg von denen. Ist auch wieder keiner drin, ne? Bis auf Bottas. Boah, das ist aber kein DRS. Das muss man jetzt auch bedenken. Auf der Strecke ist DRS schon sehr, sehr wichtig. Wir probieren es aber mal. War vielleicht keine so schlaue Idee. Aber eigentlich wäre es schon wichtig, wenn gerade auch im DRS drin bleibt, damit der Schumacher zieht. Alle fahren weiter. Latifi kommt rein. Also so viel schneller ist jetzt Bottas eigentlich nicht. Ja, wenn die anderen dabei sind und alle DRS haben, das sieht dann schon ein bisschen anders aus. Das heißt, wir können eigentlich gleich mal den Motor aufdrehen. Ich würde ungern reinkommen, wenn die reinkommen. Klar, die sind schneller. Aber stehen sie jetzt alle in der Box im Weg. Haben alle jetzt so einen komischen Rückstand. Gelbe Flagge. Und zwar zu Noda. Da haben die Räder blockiert. Ich glaube, jetzt kommen die anderen rein. Nein? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ihre Reifen ja langsam richtig kaputt sind. Wir haben halt direkt einen McLaren, Alpine und einen Ferrari, ne? Alfa Romeo ist auch noch hinter uns, der uns blockiert beim Rausfahren. Also wir würden schon richtig Zeit verlieren. Runde 18 Albon, Runde 19 Schumacher. Mit Mediums.
Wenn die halt genau in dieser Truppe reinkommen. Ach ne, die sind gar nicht in der Truppe drin. Die sind alle schon in der Box gewesen jetzt. Gasly führt, ne? Was fahren die denn für Zeiten? Das ist schon arg schnell, ne? Mit 1,37. Copy. Ist mir bewusst, aber du fährst ja dann strategischer Wechsel. Jo, wir dürfen rausfahren. Sehr gut. Und kommen eigentlich daraus, wo wir auch waren. Bei Norris. Das ist halt die Frage, wie gut kann Schumacher noch fahren? Ich glaube nicht, dass die Mediums halten werden. Das hat man ja gesehen. Aber wir sehen schon Fahrer mit Mediums. Schumacher wird ungefähr so bei Vettel, würde ich sagen, rauskommen. Also etwas die hintere Truppe. Stopp war ganz in Ordnung. Also vor der Truppe wäre schon... Oh, in der, genau, in der Truppe halt. Okay. Etwas Zeit zwar verloren, aber es geht. Sind nicht so weit weg von den Punkten. Und ja, wir haben gerade noch frische Softreifen für den Schlussspurt. Also, ich schätze mal stark, dass Medium Hard auch eine richtig gute Variante gewesen wäre. Schön mitfahren mit der ersten Truppe. Aber die haben alle halt Softreifen drauf gehabt. Aber haben wir nicht Magnus noch nicht überholt? So, jetzt haben wir ein etwas gemischteres Feld, was Reifen angeht, ne? Ocon vor uns hat die Harten drauf. Dann Gasly, Russell und Bottas auch die Harten. Und Giovinazzi, Tsunoda, Verstappen, Vesti, Stroll und Latifi. Und der Rest hat alles Mediums. Zweimal Software jetzt eigentlich schon echt Quatsch gewesen, weil du dann komplett alleine fährst. Das heißt, die fahren die gleiche Strategie wie wir. Alle werden am Ende die Soft-Reifen draufziehen. Aber haben die noch frische Soft? Jetzt kommen wir an Ocon nicht vorbei und der hat dann die Sekunde Rückstand. Oh, wir müssen da vorbei, jetzt ziehen die uns weg. McLaren macht eine Position gut. Ne, was hat Ricardo da gemacht? An beiden vorbei. Sehr, sehr gut. Und wir sind im DRS zu Norris. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Boah, oh Gott, macht was der denn da? Ach nee, war ja ganz schön kurz, war Magnus. Naja, die Hartfahrer, die haben natürlich jetzt ihre Geschwindigkeitsprobleme. Die Mediumfahrer haben ihre Vorteile und müssen gegebenenfalls etwas früher in die Box. Die Reifen länger gezogen. Ocon, ne, wieder, da merkt man's. Okay, der Alfa Romeo ist auch nicht mehr so stark wie vorher, ne? Oh,
Aber was für eine Truppe, ne? Die ersten 8 noch so eng beieinander. Okay, Platz 10 auch. Dann könnten auch Medium-Medium fahren. Das wird auch gehen. Aber da die nicht vorgeschlagen ist, wird das halt auch keine andere KI machen. Nachher haben wir genau wie immer noch diese 6 Teams vor uns. Entschuldigung. Boah, komm, da kann auch noch angebrettert. Ich glaube, unsere beste Chance besteht wirklich darin, in Regenrennen, ne? Und aufs Podest zu fahren. Auch wenn wir es vielleicht aus eigener Kraft schon schaffen dieses Jahr. Mit ERS könnten wir es vielleicht packen an Norris vorbei. Wer von denen hat die harten? Das gucken wir gerade. Keiner. Das ist eigentlich ganz gut. Aber halt Vettel ist halt eigentlich zu langsam. Das ist das Problem halt. Gelbe Flagge. Wir sind 7. Wir waren 7. Also, da schleudert jemand. So gesagt, wenn hinter uns. Ha. Wieder genannt der Goat. Hat wieder zugeschlagen. Ja, der McLaren kommt aber nicht gut aus den Kurven, ne? Merke ich gerade. Keine gute Traktion. Was können wir hier machen? Nicht viel. Hier eine gelbe Flagge. Wer war es denn diesmal? Jemand ist von der Linie abgekommen. Oh, das hat man echt mieses Rennen. Kommen die näher, die beiden eigentlich? Weil der Red Bull ja schon eigentlich sehr stark ist. Ja, generell schon. Jetzt eigentlich reifenmäßig aus in die... Also langsam auf einem Stand, wollte ich sagen. Aber eigentlich hat sich das auch gut ausgezahlt, halt nicht mit der Konkurrenz in die Box zu gehen. Wir hatten halt nur Ricardo und Perez, die sich gegenseitig auch im Weg gestanden haben. Das ist das Tint gerade gewesen. Stau auf der Rennbahn. Oh, und damit hat Magnussen fast kein DS mehr. Das war ja mal sehr prächtig, aber geht hier schneller, als man denkt. Kommen die näher? Nee, sah halt aber so aus. Das war, glaube ich, mal 3,7 Sekunden. Oh, sehr nah an Norris. Und Gasly wird in Führung gehen, wahrscheinlich gleich. Wir könnten es mit Schumacher probieren, da aus der Gruppe rauszukommen. Wenn der alleine fährt mit frischen Reifen, könnte er schon eher was da ausrichten. Aber wenn er auf Platz 11 ist und es macht vorne einer einen Fehler, dann ist er dran. Natürlich ist die Gefahr und deswegen ist natürlich dadurch höher. Und trotzdem muss er ja versuchen, da vorbeizukommen. Hier gehen wir mal erst ein bisschen ERS. Man kennt ja unsere Taktik. Ist auf jeden Fall nah dran. Wir schalten mal dahin. Oh, wir brauchen richtig ERS gerade. Eieiei. Er setzt sich aber daneben. So,
Frage, ob er auch vorbeigeht. Er geht vorbei, aber wir müssen kurz noch ein bisschen ERS so sparen. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. So macht man das. Jetzt mal hier auf der Geraden mal ohne ERS wegfahren. Gut, das war... Oh, stark. Ferrari rückt um eine Position vor. Perez hat... nein, jetzt haben wir das nicht mitbekommen. Das war ein Überholmanöver von Williams. Stimmt, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass wir dann nicht mehr im DS-Fenster sagen. Sind wir drin? Sind wir drin? Ja. Wir müssen auch halt wieder aufpassen mit ERS. Ja, aber jetzt ist Schumacher halt der, der ja zumindest in einer guten Position ist. Und hat halt den Ricardo halt nicht dabei. Ja, bei Schumacher probieren wir wirklich halt, dass er etwas früher reinkommt. Und dann nochmal auf Mediums geht. Jetzt ist Ricardo schon wieder Alpha vorbei. Tauri hat einen Platz aufgeholt. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Tsunoda. Und da blieb man kurzzeitig mal nicht Gas geben bei Schumacher, dann klappt das nicht. So die Frage, wir waren 20 Runden unterwegs mit den Soft. Wir haben nach der 40. Runde noch, wenn wir 35. reinkommen, also hier in der 35. hätten wir noch knappe 22 Runden. Was mit den Mediums ja eigentlich easy machbar sein sollte. Wäre natürlich mega geil, wenn wir halt vor Stroll und Vesti kommen würden. Also Bottas hat es ein bisschen was gebracht, weil halt, weil man in den Kran halt, in den Kurven halt deutlich schneller ist mit neuen Reifen. Auf der Kran verliert man halt dafür umso mehr, wenn die anderen DRS benutzen. Wir könnten die aber richtig splitten, sehe ich gerade. Weil auf einmal dann Giovinazzi kein DS mehr auf Ricardo hätte. Zumindest für eine Runde. Weil wir sind jetzt gerade mal 15 Runden unterwegs. Albon war nah dran an Norris. Norris aber nicht mehr im DS-Fenster. Also ganz knapp. Gerade ist er drin. Jetzt ist er eigentlich draußen. Schwierige Entscheidung. Er hat es. So, Schumacher. Du kommst rein. Ihn müssen wir aus dieser Gruppe rausholen. Müsste eigentlich auch Bottas bald reinkommen, oder kann das sein? Also hinter West, Tsunoda wäre halt schon mal sehr gut. Jetzt stehen wir. Was haben wir?
Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Wir könnten relativ schnell auf Tsunoda aufholen. Jetzt hat er freie Fahrt. Und mit Tsunoda hätte er noch DRS. Das ist möglich alles. Also im Kurvenbereich schafft er es auf jeden Fall. Ist mal eine andere Strategie, die jetzt mit Schumacher gehen, aber wir müssen sie gerade machen. Und der holt ja richtig auf, ne? In der nächsten DRS-Gerade ist er vielleicht sogar schon dran. Und dann könnte er vorbeifahren. Das wäre natürlich richtig top. Dann hätte sich der Stopp schon richtig gelohnt. Jetzt hat er gerade schon Windschatten. Und fährt schnell vorbei. Perfekt. Super. Nächstes Verstappen, aber 8,5 Sekunden. Latifi kommt rein. Hat Williams eine neue Position gut gemacht. Das interessiert aber nicht so sehr. Ich hoffe mal, dass ihn Tsunoda nicht zu sehr auffällt. Okay, der fährt neben weg. Er holt auch sogar auf Verstappen auf. Also aktuell würde ich fast schon sagen, ist der schnellste. Und an, was er gleich fährt. Ja. Halt, aber nur für ein paar Runden, bis die anderen halt reinkommen. Und die stehen sich ja wieder im Weg. Das heißt, Platz 11 könnte da drin sein. Kommt doch an, wie lang Ocon fährt, weil es sind halt nur 4 Sekunden. Und der fährt eine 1,36 schon. Das sind 1,5 Sekunden. Und gegen die korrekte Konkurrenz 1,5, auch 1,5 Sekunden. Also aktuell ist die zweite Gruppe sogar schneller als wir. Fahren wir aggressiver. Klar, die anderen haben natürlich dann etwas frischere und noch bessere Reifen. Das muss man mit bedenken. Aber trotzdem sollte, wenn da wirklich so viel Stau entsteht, Schumacher vielleicht relativ nah an Ocon dran sein. Ja, die werden bald alle jetzt reinkommen. Schumacher wird als 36 strahlen, das alleine. Also ich kann mir vorstellen, dass er an denen vorbeifährt. Und die haben alle DRS, ne? Die fahren schon mit DRS hier. Diese Runden. Leclerc kommt rein. Ich würde in diese Runde reinkommen, aber ich habe Angst, dass die alle gleich, alle jetzt reinkommen. Leclerc ist bei Verstappen. Das sind 4,4 Sekunden nur noch zu Verstappen. Der hat 4 Sekunden schon aufgeholt. 1,36,2. Also, auf jeden Fall immer eine Sekunde. Jetzt hat Leclerc 4 Reifen. Er hat angefahrene Softreifen. Das ist aber eine sehr interessante Entscheidung. Ich fahre noch eine Runde mehr. Ja, wow. Wir gingen mit allen anderen gemeinsam wahrscheinlich in die Box. Ich habe auch keine frischen mehr. Dann gehen wir auf die Mediums. Hätte ich das gewusst, dass wir da auch keine frischen haben, dann... Ja. Oh, jetzt ist interessant. Schumacher kommt wo raus? Sainz ist in der Ausfahrt. Da kommt Norris. Er ist in der Truppe mit uns drin. Genauso wie geplant. Klar, er hat jetzt langsamere Reifen. Das muss jetzt ich leider zugeben. Aber wir haben halt keine neuen... Wenn die Konkurrenz das macht, dann können wir das sicher auch machen. 87%. Nimmst du die Reifen mal? Nimmst du, gerade sagen. Als wären Ferrari und ein Alpine, die jetzt reinkommen würden. Und was Schumacher jetzt in dieser Gruppe mitfährt, ist schon mal genial. Okay, es kommen nur Alpine und ein Ferrari rein. Ein gutes Überholmanöver von Alpine.
Nee, das war ja bei Schumacher eine Glanzstrategie, die wir da hingelegt haben, ne? Jetzt ist er der auf einmal in den Punkten da vorne mitfährt. Weit weg von den anderen. Klar, die haben die Softreifen jetzt, ne? Aber prozentual sind die schon schlechter als seine fast. Seine Reifen werden auf jeden Fall halten. Bei den Softreifen bin ich mir nicht so sicher. Sieht danach aus, als ob die nicht reichen werden. Jetzt kommen die beiden Mercedes rein. Sehr spät. Oh, da war Verstappen. Gott sei Dank geht's in der Box. Aber kein DS mehr für uns. Oh, perfekt. Albon damit an Perez vorbei und Schumacher jetzt dahinter. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Ja, aber gleich ist auch eine verloren wieder. Also... Aber wir sind direkt hinter Bottas. Ja, Schumacher muss versuchen, dran zu bleiben. Das wird schon hart genug. Ja, schafft er schon nicht mehr. So, was? Wo kommt Russell raus? Russell kommt hinter Schumacher raus. Und Sainz, was hat denn Sainz gemacht? Er hat einen krassen Stopp gehabt, genau wie Leclerc. Die waren zum richtigen Zeitpunkt, aber man muss bedenken, ihre Reifen sind jetzt richtig hinüber, ne? Deutlich mehr. Also. Die Strategie mit Schumacher hat uns etwas nach vorn gebracht, wird uns aber nach hinten wieder werfen, leider. So, Albon, schnapp dir bitte jetzt Bottas. Ach, komm. Es ist möglich, Mercedes hinter uns zu halten. Also Ferrari hat mit der Strategie mit Sainz alles richtig gemacht. Aber es ist krass, wie eigentlich Alpine sich in der Winterphase richtig gesteigert hat, ne? Und jetzt ist Bottas wieder in der Gruppe drin. Ach nee, jetzt sind wir wieder Siebter nur. Ich weiß nicht, ob Leclerc vielleicht auch nochmal reinkommen muss. Jetzt geht Vettel auch noch vorbei. Ganz ungünstig. Mercedes so gut wie hat einen Platz gut gemacht. So gut wie die Strategie jetzt funktioniert hat, umso schlechter läuft sie jetzt. Aber man muss bedenken, wir haben zwar jetzt die frischeren Reifen. Im Nachhinein aber dann die schlechteren zu dem Zeitpunkt dann, ne? Man sieht jetzt schon wieder bessere Reifen als Albon, hat die langsamen Reifen drauf. Was denn nach? Gelbe Flagge. Ja, das ist mal Science, jawohl. Die Räder haben wohl blockiert. Ja, wir könnten sagen, Schumacher gibt ein bisschen mehr Gas, damit du dran bleibst. Aber. Ja, aber auch Albon ist schon außerhalb des DRS-Fensters. Von Bottas. Auch wieder ungünstig. Das heißt, muss aber lange stehen. Ach ja, Schumacher ist da. Zehn Runden noch. Ist halt die Frage, wie sehr brechen die Reifen von denen ein. Also wenn Schumacher echt mit Russell und Vettel mitfahren kann, das wäre schon mal sehr gut. Und soll Bottas halt die schnellste Runde fahren, ist mir egal. Du musst halt aufpassen, ob die Reifen das aushalten. Obwohl, wenn sie bei dem vom Stand her sind, müssen sie bei ihm noch besser sein.
Wir hätten mittels sind die Soft-Reifen nutzen sollen wir ihn. Im Nachhinein weiß man mehr. Uns mal die Reifen an. 50% bei den meisten. Ich glaube, Leclerc tut sogar Reifen sparen. Kann das möglich sein? So, 66, 68, 60 bei Schumacher. Wir haben 5 Sekunden auf Show. Das ist schon mal, in dem Fall jetzt Ricardo, das ist schon mal ein guter Punkt. Wir werden mal ein bisschen den Motor aufdrehen. Ich nehme auch den einen Punkt mit. Ist mir im ersten Rennen der Saison noch recht egal, wie viele Punkte wir holen, solange wir Punkte mit beiden holen. Wir sind immer noch genau auf Strich bei Schumacher. Etwas, okay, es geht langsam runter. Ich finde es aber auch krass, dass Leclerc einfach der Truppe vor uns hier wegfährt, ne? Ja, Schumacher muss aufpassen. Noch ist er drin. Ich schätze mal stark, dass der gerade mehr Reifen verbraucht als die anderen. Schalten wir auf Standard. Ja, wenn er irgendwie dranbleiben kann, ist das immer gut. Kommt, bleibt dran. Der erst zu nutzen ist immer sehr, sehr wichtig. Und die 6 Sekunden kann er vielleicht aufrechterhalten. Ja, wenn man denkt, Schumacher hätte auf jeden Fall ein bisschen mit den Softreifen fahren können. Er hat auf jeden Fall noch einen frischen Satz gehabt. Jetzt 1,5 Sekunden Rückstand. Jetzt ist es wichtig, halt den Vorsprung auf Show zu halten. Wir müssen den Motor runterstellen. Oh, schon 9,3. Oh, Albon verbraucht aber richtig viel Reifen, ne? Da hätten wir doch vielleicht auf die Mediums ziehen sollen. Aber man sieht ja, wir wären langsamer. Aber hätten halt auf jeden Fall bis zum Ende durchfahren können. Und Russell und Vettel sind fast an unserer Truppe dran. Ja, die sind dran. 5 Sekunden hat Schumacher noch Vorsprung. Hat jetzt letzte Runde fast eine Sekunde. Oh. Yes. Mach mir nicht so Sorgen auf einmal. Die besten Reifen haben Russell und Vettel, ne? Von dieser Truppe. Okay, Bottas auch. Und Gasly. Und Reifen sparen können wir nicht so sehr. Gelbe Flagge. Es war Giovinazzi. Oh, es gab einen Dreher. Sehen wir es uns an. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Und das geht daneben. Also wichtig wäre es, von vorne im Ferrari zu bleiben, weil wir dann Fünfter sind. Die
4,6 Sekunden. Die holen etwas auf was Schumacher. Aber ich glaube, die sind eigentlich reifenmäßig noch niedriger. Perfekt. Das wird eine lange Angelegenheit jetzt. 4,2. Da war fast der Versuch an Bottas vorbeizugehen. Zu 3,7. Wir gehen mal Schumacher Gas. Es sind noch 3 Runden. Die können sich nur mit DRS gerade weiter nach vorne bewegen. Gelbe Flagge. Wir sind Fünfter. Es ist ein Alpin. Es war Magnussen. Haben da die Räder blockiert? Der hat Glück, er kann weiterfahren. Aber seine Reifen sind halt K.O., ne? Schumacher kann das gut jetzt verwalten, das ist sehr gut. Ja, die Reifen sind so gesehen K.O. Und damit passieren Fehler. Sekunden. Schumacher kann das echt halten. Freut mich. Er wird halt Magnus nicht mehr bekommen. Das steht fest. Aber wenn er halt dort gut rankommt. So, wie könnte man jetzt da noch irgendwelche Plätze gut machen? Klar, wir könnten auch noch Plätze verlieren. Bloß nicht. Jetzt sind viele Reifen halt K.O. Na, bei Schumacher sehe ich vielleicht noch eine Chance. Und. Nee. Und Schumacher. Ja! Magnussen macht einen Fehler. Okay, check it flag. Check it flag. Stark. Yay. Punkte mit Beinfahrern. Let's check his flag. Yeah, car was great. Thank you. Well mit done. Beinfahrern. When you stop, it will be P1. Wait 5 seconds and then P0. Mit Beinfahrern im ersten Rennen in den Punkten. Klar, ich habe jetzt mit Platz 9 nicht mehr gerechnet. Ne. Gott sei Dank hat Magnus jetzt einen Fehler noch gemacht. Was für ein Vergnügen, Alex Albon auf der Strecke zuzusehen. Und ein wirklich tolles Resultat. Eine beeindruckende Vorstellung von Williams. Allerdings, das Team ist technisch top drauf und mit viel Herzblut bei der Sache. Sie können auf die Leistung an diesem Wochenende stolz sein. Sie beenden das Wochenende auf dem 5. Rang der Konstrukteursmeisterschaft. Die Teams bereiten sich jetzt auf die nächste Runde vor, wo sie sich in den Sanddünen von Saudi-Arabien duellieren werden. Mhm, sehr gut. Ja, fünfter Wahl halt. Wir sind eigentlich, glaube ich, punktgleich. Nee, wir haben einen Punkt Rückstand auf Alpine. Und Leclerc gewinnt bei seinem Debüt mit Red Bull. Unser Teamkollege fährt nur auf Platz 14. Trotzdem, ich bin sehr zufriedener
Selbstfriedenes Rennen. Klar, wir müssen diesmal nicht diesen Fastest Lap Award gewinnen. Den haben wir letzte Saison schon gewonnen. Mit den meisten schnellsten Runden. Klar, der wurde nicht gezeigt. Mal, glaube ich, gewinnt man den. Also der Fahrer gewinnt den. Und ja, Red Bull führt mit 25 Punkten vor Mercedes 22 Punkten. McLaren 18, Alpine 13, hier 12, Ferrari 8, Alpha Tauri 4. Ja, unsere Hauptgegner, wenn es wirklich gut läuft, sind wirklich Ferrari, Alpine, McLaren und Mercedes. Also Red Bull ist, glaube ich, auch ein Stückchen weiter vor. Klar, man muss jetzt abwarten, wie das... sehr gut. Wie das Update unter Boden halt einschlägt. Ja, wir haben sogar Plus gemacht, ne? Also, weil wir einen Sponsor, ja, den Leistungsgarantie uns geschnappt haben. Unterboden ist fertig. Wir haben nur 4 Tage, das heißt, es wird ein Notfall-Update fürs nächste Mal geben. Ja, ich kann eigentlich nicht zu viel zu dem Wochenende sagen. Es war ein sehr gutes Wochenende. Also, dass wir Punkte holen, war vielleicht ein bisschen mittlerweile erwartbar. Dass wir aber halt mit beiden direkt Punkte holen. Letztes Mal muss man überlegen, Schumacher hat, glaube ich, irgendwann so Mitte der Saison oder Ende der Saison erst die ersten Punkte geholt. Und hier schon im ersten Rennen, beide. Ist so mega. Aber ja, auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich dann freuen, wenn ihr auch dann in Jeddah dabei seid. Wenn es schon das erste Update, also das heißt, das erste Update, das Unterboden-Update gibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.